CDU-CSU-Fraktion das Wort. Sehr verehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen. Nachdem meine Kollegin Schimpke und Kollege Zimmer ausführlich der Ermittlung der Regelbedarfe nach dem 2. und 12. Sozialgesetzbuch sich gewidmet haben, möchte ich einige Worte zu den geplanten Änderungen des Asylbewerberleistungsgesetzes sagen. Betroffen sind hier insbesondere Asylbewerberinnen und Asylbewerber, geduldete und vollziehbar Ausreisepflichtige. Auch für diese Leistungen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, spielt die neue Einkommens- und Verbraucherstichprobe aus dem Jahr 2013 eine signifikante Rolle. Die Leistungen werden aufgrund dieser Stichprobe ermittelt und nicht einfach wahllos festgelegt. Und die Leistungen haben wir mit dem vorliegenden Gesetzentwurf angepasst. Werte Kolleginnen und Kollegen, mit dem Gesetzentwurf tragen wir insbesondere mit dem Umstand Rechnung, dass die Leistungen für Erwachsene in Sammelunterkünften geringer ausfallen. Es ist davon auszugehen, dass das gemeinsame Zusammenleben in Sammelunterkünften Einspareffekte ermöglichen kann. Ich halte es für sinnvoll, ja, ich halte es für nachvollziehbar, dass bei vereinzelten Leistungen differenziert werden muss, ob jemand in einer Gemeinschaftsunterkunft oder in einer Wohnung lebt. Deshalb besteht hier für die Asylbewerber eine abweichende Bedarfslage. Diese Leistungen dieser Bedarfslage finden sich zukünftig in den Regelbedarfsstufen 2 wieder. Und ich begrüße es außerordentlich auch, dass die in Bayern weit verbreiteten Praxis zu mehr Sachleistungen nun auch bundesweit praktiziert werden kann. Mit den Änderungen fördern wir auch die ehrenamtliche Tätigkeit von Asylbewerbern. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, durch die Freibetragsregelung werden sie ermutigt, sich in die Gesellschaft einzubringen und gleichzeitig Sprache und Kultur kennenzulernen. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich noch auch die Gelegenheit nutzen, als letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt, um einige Sätze zu der Situation von geflüchteten Menschen allgemein zu sagen. Wir wissen alle, dass die Bürgerkriege und die politischen Krisen in anderen Staaten und Regionen Konsequenzen nicht nur, aber auch für Deutschland haben. Deutschland wird dadurch auch in den nächsten Jahren vor bevorstehenden Herausforderungen stehen. Viele Menschen sorgen sich, ob wir diese Herausforderungen meistern können. Es besteht Unsicherheit, ob es Deutschland weiterhin gut gehen wird und wie sich das Land verändern wird. Ich kann diese Sorgen den Menschen daher gut nachvollziehen. Aber gerade deshalb sind wir verpflichtet, die Veränderungen richtig zu gestalten, um den Rechtspopulisten entgegenzuwirken. Gute Sprachkenntnisse, um auf das Thema zu kommen, und Teilnahme am Arbeitsmarkt sind zweifelsfrei unerlässliche Schlüssel für eine erfolgreiche Integration. Zwischenzeitlich wurde durch die Bundesagentur für Arbeit und auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die speziellen Bedürfnisse der Zielgruppen weiterentwickelt und die Kapazitäten angepasst. Natürlich gibt es regionale Engpässe und Möglichkeiten zur Verbesserung. Inzwischen wird den Flüchtlingen ein großes Angebot an Kursen unterbreitet. Ich möchte nur nennen normale Integrationskurse, die Alphabetisierungskurse, Frauenintegrationskurse, Jugendintegrationskurse, berufsbezogene deutschsprachige und viele andere Punkte wären hier zu nennen. Durch die Regelung des § 421 im 3. Sozialgesetzbuch hat die Bundesagentur für Arbeit die Möglichkeit, auch die Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit guter Bleibeperspektive Sprache anzubieten. Und allein im letzten Monat haben über 190.000 Teilnehmer diese Kurse besucht. Das beweist, dass die Maßnahmen bereits zu greifen beginnen. Eine erfolgreiche Integration von Flüchtlingen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, diese Aufgabe muss und diese Aufgabe wird gelingen. Der Grundsatz aus dem 2. Sozialgesetzbuch, fordern und fördern, halte ich auch hier für angebracht und vollkommen richtig.
Die Änderungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dieses Asylbewerberleistungsgesetzes werden dazu beitragen. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen.